Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Carsten Riedel. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tag Aktuell. Diese Sendung wird sich natürlich auch weiterhin mit der Hochwassersituation in und um Zwickau beschäftigen. Wir beginnen die Sendung mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute Nachricht gleich zu Anfang. Seit heute 14 Uhr hat der Landkreis den Katastrophenalarm aufgehoben. Nun die schlechte. Die Wasserwerke Zwickau mussten die für den Samstag geplanten 9. Zwickauer Wasserspiele vorsorglich absagen, da diese am Muldeparadies stattfinden mussten. Und wir schauen jetzt auf die Themen der heutigen Sendung. Aufräumen nach der Flut. Behindertentag trotz Regens ein Erfolg. DPFA Grundschule verlegte Kindertagsveranstaltung in die Turnhalle. Globus Zwickau zeigt mit Kindertagsaktion soziales Engagement und druckgrafische Meisterwerke in den Kunstsammlungen. Doch dazu etwas später in unserer heutigen Sendung. Gemeinsam mit Bundesinnenminister Friedrich war Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in den vom Hochwasser stark getroffenen Gebieten in Sachsen und Bayern unterwegs. So besuchte die Kanzlerin unter anderem die Städte Passau, Pirna und Greiz. Vor Ort informierte sie sich über die Lage und sprach mit Helfern und Betroffenen. Merkel sagte den Hochwasseropfern 100 Millionen Euro als Soforthilfe zu. Sollten diese Mittel nicht ausreichen, werde über weitere Hilfen beraten, so die Kanzlerin. Falls sich die Hochwasserlage weiter zuspitze, will der Bund weitere Hilfskräfte zur Unterstützung der Länder bereitstellen. An der Zwickauer Mulde hat sich die Hochwasserlage heute im Laufe des Tages entspannt. Die Aufräumarbeiten gingen voran und einige Straßen konnten wieder freigegeben werden. In Wilkau-Haslau war die Schneeberger Straße am Sonntag komplett unter Wasser. Nachdem es zurückgegangen war, blieben Unmengen an Schlamm zurück. Und dabei hätte genau das vermieden werden können von der neuen Hochwasserschutzmauer. Allerdings hatte eine Bürgerinitiative den Weiterbau verzögert. Bürgermeister Stefan Feustel hat dafür wenig Verständnis, denn er ist von der Schutzwirkung der Mauer überzeugt, zumindest dort, wo sie schon steht. Die Mauer hat sich in vollem Umfang bewährt. Sie sehen ja hier selbst in dem Gelände hinter uns der Garten, vollkommen unbeschädigt. War 2002 hier alles weg, die Garagen waren beschädigt, teilweise zerstört, das Gelände überflutet. Die Keller in den Objekten hier im Uferweg, in der Zwickauer Straße überflutet, voll Schlamm, Geröllmassen. Es ist alles trocken geblieben. In dem Bereich hier vorne an dem Gebäude etwas Grundwasser im Keller, 15 cm. War aber kein Problem, das dort herauszubekommen. Also dieses Bauwerk hat sich in vollem Umfang bewährt. Nur dort, wo die Mauer wegen der Verzögerung der Bürgerinitiative noch nicht steht, waren die Schäden verheerend. Von den Mauergegnern hat seit dem Hochwasser vom Sonntag noch niemand mit dem Bürgermeister gesprochen. Man hat aber Verschiedenes an ihn herangetragen. Bisher gab es leider keine Rückmeldung. Mir gegenüber, also ich kann es nicht bestätigen. Im Gegenteil, es gibt nach wie vor bei einigen dort nach wie vor die gleiche Meinung, ist mir mitgeteilt worden. Ich kann es nicht bestätigen, ich weiß es noch nicht, aber werde mich auch in den nächsten Stunden erkundigen, ob das so ist. Die Mauergegner haben offiziell Angst vor dem Hangwasser, nicht so sehr vor der Mulde. Allerdings haben auch sie die Sandsäcke in Richtung Mulde gestapelt und nicht am Hang hinter ihrem Haus. Wie dem auch sei, die Mauer wird nun weitergebaut, damit Wilkau-Haslau wenigstens beim nächsten Hochwasser vor Schäden bewahrt wird. Und die waren diesmal wieder immens. Also wir haben zwei Objekte in der Kirschberger Straße am Rödelbach, die derzeit unbewohnbar sind. Wir haben in einem weiteren Gebäude in der Kirschstraße große Schäden bei einer Fleischerei. Also dort, ich sag mal, ist fast alles unbrauchbar geworden im unteren Bereich, die Aggregate, die Kühlaggregate. Dort sind große Sachschäden. Die Kirschberger Straße ist noch schlechter als vorher. Uferbefestigung am Rödelbach ist teilweise abgegangen. Hier an der Schneeberger Straße, wie gesagt, eine Fundamentunterspülung und viele unbenutzbare Keller, teilweise eben auch Erdgeschoss.
Und es sind mehrere BKWs geschädigt, die im Bereich des Rödelbaches noch in den Fluten standen. Also die genaue Schadenssumme wird im Moment noch ermittelt. Bei solchen Wasserständen von einer Jahrhundertflut zu sprechen, scheint mittlerweile unangemessen. Immerhin erreichte die Mulde innerhalb von gerade mal 11 Jahren schon zweimal einen solch extremen Pegel. Unterdessen hat die Stadtverwaltung Zwickau darüber informiert, dass die Kindertagesstätte Krossen und der Hort Brückenplatz auch morgen noch einmal geschlossen bleiben. Die betroffenen Eltern der Kindergartenkinder können im Bedarfsfall eine Betreuung in der Mosel-Lakita-Schatzinsel in Anspruch nehmen. Für den Hort Brückenplatz ist das Ausweichquartier die Kita Krümelkiste. In Zwickau blieb die Trillerstraße auch heute noch gesperrt. Hier mussten umgestürzte oder umsturzgefährdete Bäume entfernt werden. Durch den starken Regen wurde am Berg das Erdreich weggespült und die Bäume verloren Halt. Eine Sperrung war aus Gründen der Sicherheit unumgänglich. Mit dem Abschluss der Arbeiten und der Freigabe der Straße ist erst morgen im Laufe des Tages zu rechnen. Ein umfangreiches Hilfspaket hat die IHK Chemnitz für Unternehmen zusammengestellt, die vom Hochwasser betroffen sind. Als erste Maßnahme hat die IHK ein Spendenkonto eingerichtet. Sachspenden werden direkt an bedürftige Unternehmen vermittelt. Für die Begutachtung von Hochwasserschäden nennt die IHK Sachverständige und Gutachter und bezuschusst die Kosten für Gutachten, wenn diese nicht gefördert werden. Das vollständige Hilfeangebot ist auch unter der eingeblendeten Webadresse einzusehen. Zur Unterstützung der vom Hochwasser betroffenen Kommunen hat die NWAM einen Hilfefonds in Höhe von 50.000 Euro eingerichtet. Das Geld soll Einrichtungen wie beispielsweise Kindertagesstätten, Schulen oder kommunalen Institutionen, aber auch evakuierten und besonders schwer betroffenen Bürgern zugutekommen. Das Unternehmen wird die Hilfegesuche in Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der jeweiligen Städte und Gemeinden kurzfristig und unbürokratisch bearbeiten. Über ein Jahr lang hatten ehrenamtliche Helfer den Behindertentag des Landkreises vorbereitet. Als er am vergangenen Samstag in Krimmetschau schließlich veranstaltet wurde, war der Tag komplett verregnet. Der guten Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch. Bei schönem Wetter feiern, das kann ja jeder. Dieser Ausspruch von Landrat Christoph Scheurer traf es genau. Die Gäste ließen sich die gute Laune vom Wetter nicht verderben. Nicht nur die vielen Stände und Mitmachangebote waren gut besucht, auch das Bühnenprogramm kam super beim Publikum an. Erster Höhepunkt war die Übergabe des Staffelstabes vom Krimmetschauer Oberbürgermeister Holm Günther an seinen Amtskollegen Lars Kluge aus Hohenstein-Ernsthal. Dort wird der Behindertentag in 2 Jahren stattfinden. Holm Günther hat keine Zweifel, dass Hohenstein-Ernsthal diese Aufgabe meistern wird. Ein paar Tipps haben wir schon an den Nachfolger, aber die brauche ich eigentlich Lars Kluge nicht zu geben. Er hat genauso viele kluge Köpfe in seiner Stadt, die das auch hier bei uns vorbereitet haben. Ehrenamt einbeziehen, viele Vereine einbeziehen, auch zum Beispiel unser Behindertenverband hier in Krimmetschau hat sich mit eingebracht in diese ganze Geschichte. Und ich denke, es ist immer gut, einen Trägerverein zu haben und dass der Landkreis mit dem Landrat dahinter steht. Und dann haben wir da schon alle Tipps drin verpackt, die wir haben. Natürlich auch noch guten Draht zum Wettergott, dass auch das Wetter dementsprechend besser wird in Hohenstein. Sind Sie guter Dinge, oder? Ja, ich bin wirklich guter Dinge. Ich bin natürlich heute auch hier, um mir mal anzuschauen, wie man diesen Behindertentag ordentlich organisiert. Ich habe mich davon überzeugt, das klappt wirklich alles super hier. Und das mit dem Wetter, gut, das können wir nicht beeinflussen, aber ich hoffe natürlich, dass wir das auch in den Griff bekommen. Das Wetter hätte aber durchaus zu einem Problem werden können. Schon am Tag zuvor waren die Wasserstände in den Flüssen bedenklich angestiegen. Landrat Christoph Scheurer war vom Katastrophenschutz zu jedem Zeitpunkt unterrichtet und konnte die Lage sehr genau einschätzen. Naja, man muss sagen, wir haben natürlich überlegt, ob wir diese Veranstaltung bei dem angekündigten Wetter machen können. Aber es ist wirklich seit einem Jahr viele, viele an der Vorbereitung beteiligt und so eine Veranstaltung lässt sich nicht verschieben. Wenn man sie absagt, dann ist sie ganz weg. Und heute früh war es eigentlich so, dass wir da mit gutem Mut nochmal rangegangen sind, zu sagen, wir machen das. Und all die vielen Helfer, die an der Vorbereitung des Festes beteiligt waren, wurden von den feiernden Menschen für die viele Mühe entschädigt. Die Verbände und Vereine der Behindertenarbeit informierten über ihre Angebote und auch die vierbeinigen Helfer waren beim Behindertentag mit im Einsatz.
und zwischendrin immer das gut gelaunte Krimitschauer Maskottchen, der Turm. Das Türmchen ist das Maskottchen für uns für 2014, für die Stadtrechtsfeier, 600 Jahre Stadtrecht. Sie sind alle recht herzlich eingeladen dazu. 2014 haben wir diese Feierlichkeit, auch Ende Mai, Anfang Juni, so fast um die gleiche Zeit. Und ich denke mal, es wird auch eine super Geschichte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krimitschau für ihre Gäste und für sich selbst. Der regionale Behindertentag des Landkreises feierte in diesem Jahr mit der 5. Auflage ein kleines Jubiläum. Die Veranstaltung ist auch längst nicht mehr wegzudenken, denn über Behindertenarbeit zu informieren, aber auch gemeinsam zu feiern, ist wichtiger denn je. Immerhin, im Landkreis Zwickau haben mehr als 10% der Leute einen Schwerbehindertenausweis. Und es sind Leute wie du und ich. Auch in Werdau trat am Wochenende die Pleiße über die Ufer und richtete in den verschiedenen Stadtteilen teils große Schäden an. Die Aufräumarbeiten haben begonnen und nun sucht die Stadt noch freiwillige Helfer, die sich an der Beseitigung der Hinterlassenschaften beteiligen. Freiwillige werden gebeten, sich beim städtischen Bauhof zu melden. Unterdessen hat die Stadt für die Hochwasseropfer ein Spendenkonto eingerichtet. Unter dem Kennwort Hochwasser 2013 kann für die Betroffenen gespendet werden. Die braune Flut hat vielerorts sehr viel Sperrmüll produziert. Deshalb wurden seitens des Landkreises Sondertermine für die Sperrmüllentsorgung anberaumt. Die Termine finden Sie in unserem Videotext auf Seite 109. Der vergangene Samstag sollte wieder ein großer Tag für alle Kinder werden. Traditionell wird immer am 1. Juni der Internationale Kindertag gefeiert. Doch in diesem Jahr sollten alle im Freien geplanten Veranstaltungen mehr oder weniger ins Wasser fallen. Traurig mutete sie an, die Zwickauer Hauptstraße. Eigentlich sollte es hier am vergangenen Samstag jede Menge Aktionen für Kinder geben. Aufgrund des andauernden Regens hatten dann nur die ganz Hartgesottenen einige Aktionen aufgebaut. So gab es ein Kinderschminken bei Vielmann und eine kleine Maus traute sich auf eine einsame Hüpfburg. Es gab aber auch Einrichtungen, die eine Ausweichmöglichkeit nutzen konnten. Kurzerhand verlegte man das Fest an der Freien Grundschule Regenbogen Karl Friedrich Benz in die Turnhalle der Einrichtung. Unter dem Motto Wilder Westen gab es hier ein großes Spieleangebot. Vorbereitet und durchgeführt wurde der Tag durch den Studiengang Pädagogik der Kindheit in Kooperation mit der Zwickauer Kindersportschule Zwix. Ja, also Inhalt dieses Modules ist einfach, dass die Studenten sich ein Bewegungsrepertoire erarbeiten, sprich, dass sie Methoden, Inhalte von Bewegungsstunden praktisch erlernen und das Ganze natürlich dann auch mit Kindern in der Praxis umsetzen sollen. Und ja, einer dieser Praxisteile ist, dass sie halt ein Sportfest für Kinder organisieren sollten, ne, was wir hier jetzt gerade sehen. Und die Jüngsten hatten richtig Spaß an den Mitmachaktionen. Und viele der Kleinen hatten sich sogar richtig Mühe gegeben und sich gemäß dem Motto ein Indianer- oder Cowboy-Kostüm angezogen und fühlten sich so in die gute alte Zeit des Wilden Westens versetzt. So bescherten die Studenten der DPFA den Kindern zu ihrem Ehrentag trotz des widrigen Wetters noch einen schönen Tag. Viele Kindertagsveranstaltungen mussten wegen des schlechten Wetters notgedrungen ins Wasser fallen. Und so hat man nach Ausweichmöglichkeiten gesucht. Auch bei Globus Zwickau hatte man sich Gedanken gemacht, wie man den Jüngsten eine Freude machen kann, aber auch gleichzeitig soziales Engagement zeigen kann. Etwas verwaist war der Autoparcours vor dem Zwickauer Globusmarkt schon und nur einige Kinder trauten sich auf den kleinen Rundkurs. Umso enger war das Gedränge im Markt am Stand des evangelischen Jugendpfarramtes. Unter dem Motto Kauf eins mehr hatte Globus Zwickau eine Aktion zugunsten der Einrichtung veranstaltet. Der Hintergrund ist, dass heute zum Kindertag Globus die Möglichkeit bietet, dass die Kunden des Globus einen Artikel mehr kaufen und unserer Einrichtung spenden. Das wird verwendet für die Kinder und Jugendlichen, die unsere Einrichtung besuchen. Hier in Schedewitz, gleich um die Ecke. Da es um die Unterstützung für die Jugendarbeit generell nicht so gut bestellt ist, freute sich Thomas Alscher besonders, im Zwickauer Globusmarkt einen so zuverlässigen Partner zu haben. Ja, der Globus ist uns auf alle Fälle eine ganz große Unterstützung. Er unterstützt uns eigentlich wöchentlich und durch solche Aktionen ganz besonders. Nur durch sowas sind auch die Angebote auch möglich, da die Förderung von Freizeitangeboten leider doch auch vom öffentlichen Träger stark zurückgegangen ist.
Thomas Alscher verriet uns noch, wie man die Einrichtung am besten erreichen kann, wenn man auch helfen möchte. Am besten über unsere Homepage www.jupfer-zwickau.de und dort findet man alle Informationen, Telefonnummer und auch was unsere Arbeit ausmacht, unser Leitbild, ist alles dort ersichtlich. Neben dem Glücksrad drehen legte auch Marktleiterin Birgit Pretzel selbst mit Hand an, um Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen zu schminken. Werbung. Kosmetikstudio Bon Visage. Ob bei Kosmetik, Maniküre, Nageldesign oder medizinischer Fußpflege. Hier ist Ihre Schönheit in besten Händen. Ein hoher Ausbildungs- und Qualifizierungsstand des Teams um Solveig Graupner garantiert höchste Qualität und Service bei allen Behandlungsangeboten. Absolutes Highlight für viele Kunden sind die Schminkabende mit Vorher-Nachher-Fotoshooting im Frühjahr und im Herbst mit Infos zu den aktuellen Trends, Farben und Tricks. Kosmetikstudio Bon Visage, Maschlewskistraße 11 in Zwickau. Und? Hat's diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Zwickau lädt Sie ein zur Museumsnacht am 22.06.2013. Seien Sie dabei, wenn Zwickaus Museen ihre Pforten öffnen. Ob Kunstsammlungen, Priesterhäuser, Ratsschulbibliothek, Galerie am Domhof, Robert-Schumann-Haus, August-Hirsch-Museum oder Theater Plauen-Zwickau, überall erwartet Sie ein spannendes Programm. Erleben Sie die Vielfalt des Zwickauer Kunst- und Kulturangebotes in einer Nacht. Nutzen Sie dafür den Shuttleverkehr mit historischer Straßenbahn und Omnibus. Nähere Informationen finden Sie unter www.zwickau.de/museumsnacht. Uta Röder Moden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nicht vergessen, Museumsnacht in Zwickau am 22.06.2013. Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie eine Ballonfahrt für zwei Personen. Die Ziehung des Gewinners erfolgt am 22. Juni um 23.30 Uhr in den Zwickauer Kunstsammlungen. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis.
Mein lieber Freund und Kupferstecher. Diese althergebrachte sprichwörtliche Anrede erhält derzeit in den Zwickauer Kunstsammlungen eine ganz neue und eine ganz andere Aktualität. Beschreibt sie doch sehr gut das enge Verhältnis von Malern und Kupferstechern. Die Entwicklung der Druckgrafik vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung Gestochen scharf. Vergangenen Freitag wurde sie in der Lessingstraße eröffnet. Die 85 grafischen Meisterblätter, welche die Entwicklung von Tiefdrucktechniken wie Kupferstich, Radierung und Aquatinta veranschaulichen, stammen hauptsächlich aus dem Morath-Institut für Kunst und Kunstwissenschaft. Leihgeber Franz Armin Morath wohnte der Ausstellungseröffnung bei. Eine Zusammenarbeit zwischen seinem Institut in Freiburg im Breisgau und den Zwickauer Kunstsammlungen gab es bereits vor 3 Jahren. Nämlich in Bezug auf die große Goya-Ausstellung, die die gesamte Sammlung der Stiftung damals umfasste. Jetzt sind nur einzelne Beispiele von Goya dabei. Und jetzt ist Goya hier im Kontext der berühmten Kollegen mit dabei. Es sind also alle bedeutenden Maler vertreten, die zugleich, und das ist alles andere als selbstverständlich, große Radierer waren. Und daraus setzt sich sozusagen die Gruppe der hier vertretenen Maler zusammen. Die Liste der Künstler, deren Werke bis zum 25. August ausgestellt sind, liest sich wie ein Who's Who berühmter Stecher und Radierer. Neben alten Meistern zeugen Arbeiten von Lovis Corinth, Käthe Kollwitz oder Max Pechstein von der rasanten Entwicklung der Tiefdrucktechnik in den letzten 500 Jahren. Es ist hier eine Konzentration auf die Technik des Kupfertiefdrucks mit Säure, ohne Säure. Ohne Säure haben wir den Kupferstich, Dürer zum Beispiel, der auch schon Säure verwendet hat, aber seine Eisenradierungen, wo geätzt wurde, die sind nicht hier. Es sind hier nur die Kupferstiche, wo er die Linien mechanisch mit einem sogenannten Stichel in das Kupfer gegraben hat. Alle großen Maler, die zugleich große Radierer waren, sind hier versammelt. Natürlich, die ganz großen Leute waren Dürer, Rembrandt und Goya. Das sind sozusagen die Päpste der Radierung im Lauf der 5 Jahrhunderte, seit diese Technik überhaupt angewandt wird. Entstanden ist die Technik des Kupferstichs im 15. Jahrhundert aus dem Verzieren von Militärschildern für die Ritter. Leute wie Schongauer und eben Dürer, später dann Rembrandt und die anderen, haben aus dieser handwerklichen Tradition, die mit Kunst ursprünglich gar nichts zu tun hatte. Es waren Verzierungen, die da angebracht haben auf diesen Metallstreifen. Daraus haben die in Erkenntnis der genuinen Möglichkeiten der Radierung, der künstlerischen Möglichkeiten, die sie eben nicht in der Ölmalerei haben, nicht in der Aquarellmalerei, auch nicht in der Zeichnung. Es gibt eine ganz eigene, wichtige künstlerische Errungenschaft, die mit diesem technischen Medium verbunden ist. Und das hat die großen Maler gereizt, dort gleichermaßen tätig zu werden. Schongauer und Dürer waren auch die ersten, die ihre Stiche und Radierungen signierten. Eine der bekanntesten Arbeiten ist das sogenannte 100-Gulden-Blatt von Rembrandt van Rijn, auf dem der Holländer im Jahre 1643 verschiedene Episoden aus dem Matthäus-Evangelium kombiniert hat. Welch großes Können nötig ist, mit einem Griffel aus einem Stück Metall ein Kunstwerk herauszuholen, würdigte die Leiterin der Kunstsammlungen in ihrer Eröffnungsansprache. Um wirklich alle Details zu erfassen, sollte man sich Zeit für einen Rundgang lassen. Petra Lewey begrüßte daher ausdrücklich die seit 1. Juni geltende neue Regelung des freien Eintritts für ihr Haus. Werbung. Robert Schumann und Richard Wagner stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Schumann-Festes Zwickau vom 2. bis zum 23. Juni. 3 Wochen lang gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen zu Ehren des großen Sohns der Stadt Zwickau, aber auch von Schumanns Freund und Kollegen Richard Wagner, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Höhepunkte sind das Festkonzert am 7. Juni in der Neuen Welt,
Ein Open-Air-Geburtstagsfest für Robert Schumann am 8. Juni an seinem Denkmal auf dem Zwickauer Hauptmarkt und ein szenischer Abend mit dem Dresdner Schauspieler Johannes Gärtner und dem koreanischen Pianisten Chol Ko-yong am 14. Juni im Robert-Schumann-Haus. Den krönenden Abschluss bildet am 23. Juni ein Jazzabend unter dem Motto Wagner und Schumann Meet Jazz im Robert-Schumann-Haus. Weitere Informationen finden Sie unter www.schumannzwickau.de. Hey du! Und meine drei Wünsche? Ja, was willst du denn noch? Du hast doch schon eine Klimaautomatik, Radio und eine Einparkhilfe. Dazu sogar eine Freisprecheinrichtung. Immer das Gleiche. Meine drei Wünsche, meine. Mehr Extras, als man sich wünschen kann. Der Citroën C4 Selection ab 194 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Citroën. Kreativtechnologie. Null Anzahlung. Die Citroën Selection Sondermodelle. Jetzt bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Superstar David Gerrit kommt am 28. Juni nach Zwickau. Lassen Sie sich verzaubern von seiner neuen Crossover-Show Music mit Interpretationen von Beethoven bis Michael Jackson. David Gerrit live und Open Air auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten. Mit Küche vom Feinsten. Mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume, wir bieten Ihnen Räume für Träume. Wevobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Der Mittwoch wird freundlich mit viel Sonnenschein und kaum Wolken. Bei einem schwachen Wind aus Nord bis Nordost klettert das Thermometer von 6 auf 17 Grad. Lediglich eine starke Belastung gibt es durch die Gräserpollen. Die Pollen von Ampfer sind nur mäßig in der Luft vertreten. Und das, meine Damen und Herren, war sie, unsere heutige Dienstagsausgabe von Tag aktuell. Ja, das Wochenende, es hat uns ja ganz schön in Atem gehalten, Sie wahrscheinlich zu Hause auch. Wir waren ganz viel unterwegs und haben ganz viele Bilder eingefangen, die gestern in unserer Sondersendung gar keinen Platz mehr gefunden haben. Deshalb haben wir für Sie noch einmal die Bilder dieses Hochwassers zusammengestellt. Das Hochwasser in Bildern sehen Sie hier bei Television Zwickau täglich um 18 Uhr und um 22.15 Uhr. Und das noch bis zum Freitag. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und geruhsamen Abend. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder. Bis dahin, tschüss.
Vision Zwickau.